Wir kommen zurück zu Transport Viewer 2 Schönbau, Impression, Modellbahn Feeling, nennt wie ihr es wollt. Wir auch heute in dieser Folge wieder ein paar schöne Nahaufnahmen und ein paar kleine Szenerien. Diesmal im oberen Abschnitt am Bahnhof und wir verfolgen hier gerade so einen LKW, wie er seine Runden dreht. Ja, wir haben hier so das bisschen das Wohnquartier, Blick von oben, kam eine kleine Kapelle dazu. Auch hier gibt es noch einiges zu tun. Auch da in der nächsten Zeit noch ein bisschen mehr Ausgestaltung. Jetzt aber erstmal der Blick so weit von hier aus. Ja, das Areal von oben hier, der Aussichtsturm. Müssten wir auch schon mal in der Folge gehabt haben. Wenn nicht, hat hier tatsächlich erstmalig, ich fehle hier so ein bisschen Überblick, muss ich gestehen. Man kann mit dem Rad hoch. Ja, wir haben hier eine Radregion. Ah, da schließt man gerade sein Fahrrad wieder auf oder ab, wie auch immer. Und dann hier oben auf dem Turm. Da kann man so eine super Aussicht genießen. Unten rollen die Züge vorbei. Ganz unten liegt eine der Ortschaften oder in der Mitte liegt eine der Ortschaften. Ganz unten die nächste. So, also hier dann mal der Blick aus der obersten Ebene auf die darunter liegenden zwei. So gestaltet sich das Ganze auch hier. Ihr seht, es ist noch ein bisschen viel grün. Kam jetzt auch noch in der letzten Zeit noch ein bisschen was dazu. Gibt es also demnächst wieder was zu entdecken. Ja, hier haben wir einen kleinen Schüttgutzug. Das ist müsste irgendwie so eine V60 der DR sein, wenn mich nicht alles täuscht. Schleppt hier Kies und Erz hier oben zum Gelände. Muss einmal hier in den Bahnhof einfahren, stößt dann zurück in den kleinen Schüttgutbahnhof. Und ja, so spielt sich das Ganze hier oben ab. Wir werden also mal, wie gesagt, den einen oder anderen Zug so tatsächlich auch komplett verfolgen, von A nach B, um mal zu gucken, was sie so tun. Aber erstmal einfach jetzt hier ein paar Impressionen mitnehmen. Bahnübergang blinkt natürlich. Also hier ist ja der, wie gesagt, der obere Bahnhof. Da fahren so 3-4 Linien ein und aus. Immer mal im Wechsel. Und zwei Güterzüge bedienen hier diesen einen Haltepunkt und diesen kleinen Güteranschluss. Am Bahnhof. Ja, und da wird hier so ein bisschen hin und her rangiert. Nichts Großes. Aber jetzt hier einfach rückwärts rein. Schüttgut, Entladung. Hier hinten in diesem kleinen Güterhaltepunkt. Wie auch immer. Man sieht es hier. Ein bisschen Industrie. Da hinten also die Ortschaft am Kartenrand. Sowohl rechts oben auf dem Berg als Kartenrand, als auch da hinten zum Kopfteil. Wenn man von unten guckt, linke Seite. Da ist also dann Schicht im Schacht. Und ja, so hier oben, also der Bahnhof direkt am Rand gelegen, da schließt das Ganze so ein bisschen ab. Eine kleine Bahn fährt wieder aus, muss also wieder zurück da in den Bahnhof, um dann rückwärts das ganze Areal wieder zu verlassen. Rechts die beiden Gleise für den Personenverkehr, aber da gibt es nochmal so einen, an dem Bahnhof selbst schließt sich nochmal so ein kleiner Zusatzbahnhof an. Das war mal der erste Teil, bevor man ihn erweitert hat, weil an dem kleinen, da halten also Schienenbusse und so Kleinkram. Ja, Schüttgutzug fährt wieder aus, hier so ein bisschen das Bahnübergangsareal. Auch da könnte man sicherlich noch ein bisschen was gestalten, auch was die Beschilderung angeht. Da stimmt es an der einen oder anderen Stelle nicht. Auch Gleisbeschilderungen fehlen natürlich noch, beziehungsweise Schilder auf den Gleisanlagen. Und da gibt es auch so ein bisschen was zu basteln. Aber wie gesagt, peu à peu der Blick so in die Szenerien. Und soweit ist es alles eigentlich schon ganz schön gediehen. Ein bisschen Zügen und LKW und Bussen beim Fahren zu. Es werden demnächst auch hoffentlich dann noch ein paar mehr Autos dazukommen. Ich wollte ja statische Autos auf die Straßen setzen, so ganz im Modellbau oder Modellbahn Feeling. Aber so ein paar Rollende hätte ich dennoch gerne und ja, da wird es in der nächsten Zeit vermutlich noch das ein oder andere geben. Ja, hier besagt der kleiner Bahnhofsteil. Und der ist hier so abgesetzt von dem anderen. Der kommt so 100 Meter weiter auf der Seite. Und da halten also, wie gesagt, die so Kleinbahnen, Schienenbusse und sowas. Und hintenrum, auch hier zum Kartenrand, ihr seht's, wird die Straße hier oben lang. Und das ist so ein bisschen Güterverladung, Gewerbe und so weiter und so fort. Mittlere Ebene haben wir es wie hier wieder, diese Paradestrecke. Die Züge fahren also hier in den Tunnel, machen so eine kleine Schleife oder fahren eine kleine Schleife entlang, kommen dann oben wieder raus und fahren dann hier in den Bahnhof ein. Rechte Teil seht ihr schon, das weiße große Bahnhofsgebäude. Da halten dann auch so die Nahverkehrs- und Fernverkehrszüge tatsächlich so Regio und so hält da oben oder da hinten die kleine Bahn ganz hinten. Die fährt dann hier einmal über eine Weiche und fährt dann über das Gleis auch wieder raus. Und die anderen reinfahren können. Die wiederum haben hier einen Kopfbahnhof, die müssen dann hier zurückstoßen. Und deswegen haben wir hier kein Wendezug, das ist kein Steuerwagen. Vielleicht denken wir uns einfach einen Hasenkasten rein, dann ist auch gut. Immerhin haben wir, wir haben eine V200 am Magen, okay. Ja, die haben wir jetzt hier schnell mal gedreht, sodass sie wieder ausfahren kann. Und so sieht das Ganze also hier aus.
Ja, von unten nähert sich der nächste Zug, Baureihe 111. Diesmal aber tatsächlich mit Wendezug. Ihr seht es hinten. Steuerwagen am Haken. Auch die fährt jetzt hier über die Paradestrecke in den Tunnel, folgt einer Schleife und kommt dann oben im Bahnhof raus. Dazu muss der andere Zug erstmal verschwinden. Im Tunnel gibt es also ein Signal. Man muss sie warten, bis alles frei ist und der oben im Bahnhof wartet ebenfalls. Dann kann der raus, der andere kann rein, weil sich da oben das Gleis hat nun mal nicht teilen können. Ah, super. Okay. Ah, ich merke schon, ich habe in der Zwischenzeit die Linienführung geändert. Tatsächlich können jetzt also auch zwei Fern- oder Regionalzüge, also Fernverkehrs- oder Regionalzüge parallel hier einfahren, weil es sonst vorher wirklich sich immer so gedrängt hat. Also auch hier in der Zwischenzeit korrigiert, jetzt können also zwei in den Bahnhof einfahren. Das ist gut, jetzt ist die 111 eingefahren. Da kann unser dieselbetriebener Zug raus. Und dann ist hier ein bisschen Verkehr. Ja, im Güterzug müssten wir oben, glaube ich, auch noch irgendwo geparkt haben. Wenn nicht, kommt bestimmt gleich wieder eine dazu. Das heißt, hier oben immer reges Treiben. Ja, hier links so ein kleines Bahnareal. Das hatten wir in einer der ersten Folgen ja schon mal. Hinten die Ortschaft, bisschen Fachwerk, bisschen ältere Gebäude, so 50er Jahre, 60er Jahre zum Teil. Und hier unten im unteren Teil eher so Gewerbe und so ein bisschen Bahnanlagen. Und hier Gasthof, links war auch so ein Kontor oder das ist, glaube ich, sogar so ein Konsum und so ein bisschen was halt für den Ort. Ja, und unten haben wir hier wieder die Paradestrecke, kommt der nächste Zug. Auch der schraubt sich dann nach oben und kommt dann im linken Teil, also jetzt oben oder in der obersten Ebene raus und fährt in den Güterbahnhof ein. Und der lädt tatsächlich dann hier ich nenne es mal Fabrik oder bei diesem Werk, wie auch immer, da lädt er ab und wieder auf und fährt dann wieder von dann. Boah. Schafft sich den Berg hoch. Ihr seht jetzt hier links und rechts vom Bahndamm kam schon die erste Begrüdung dazu. Es fehlt immer noch ein bisschen was. Auch hier fehlt noch ein bisschen was. Dann kam in der Zwischenzeit ebenfalls noch das eine oder andere dazu. Oben rechts auf diesem Hügel auch. Das werdet ihr in den nächsten Folgen sehen. Also wir befinden uns noch einen ganzen Moment hier auf dieser Karte, weil es tatsächlich noch viel zu bauen und zu basteln gibt. Viel Kleinkram vor allem, der es aber schön macht. Und ich meine, wir haben hier nette Impressionen. Und demnächst wird es vielleicht auch sogar so ein Mega-Fahrvideo geben. Da werde ich die Züge über mindestens drei meiner zuletzt gebauten Karten schicken. Und als hätten wir so eine große Ausstellungsanlage mit einzelnen Modulen. Und da fahren dann die Züge von Modul zu Modul. Also ein bisschen gefaked hier. Aber Hauptsache, dass sie lang unterwegs sind. Und am besten dann auch tatsächlich Zugzusammenstellungen nach realen Vorbildern. Also kunterbunte Züge aus den 80er, 90er Jahren, Anfang 2000, werden wir dann hier auf die Gleise schicken. Meiner Riesenkarte, dann über meine fiktive eigene Modellbahnanlage bis zu dieser hier einfach mal durch die Lande schicken, bevor es dann an den Bau einer weiteren Anlage geht. Jo, der Zug hier hat abgeladen. Der fährt jetzt tatsächlich nochmal links zum Schönbuhl-Bahnhof. Warum? Auch da gibt es noch so ein bisschen was an Gütern, die er aufnehmen kann. Außerdem hilft das hier so ein bisschen bei der automatisierten Steuerung, denn der macht damit Platz für einen weiteren Zug, der dann hier in diesen einen Bahnhof einfahren kann, um dann in diesen Schüttgutbahnhof zu rangieren. Denn wie gesagt, hier waren sich ja so also Stückgutzüge und Schüttgutzüge so ein bisschen so die Gleise. Und damit sich da nichts staut, lasse ich die parallel einfahren. Da unten seht ihr das auch schon, kommt der nächste tatsächlich an. Müsste eine V100 sein, die hier was den Berg hochdrückt. Und dadurch, dass der eine Zug jetzt in den Schüttgutbahnhof gefahren ist, kann der oben, ihr seht es hier, in den Werksbahnhof einfahren. Dann auf das zweite Gleis des Schüttgutbahnhofs und dann kann der hier jetzt Stahl geladen habt, ihr seht es hier, wieder zurückstoßen und dann auf die Hauptstrecke. Boah, wenn man es nicht verstanden hat, wird man es gleich sehen, wie es funktioniert. Ich habe es euch ein bisschen komisch erklärt. Schauen wir mal. Ja, Blick von hier oben, Funkturm auf die drei Ebenen oder über die drei Ebenen, ganz oben, Mitte und unten. Und hier mal aus der Vogelperspektive buchstäblich. Von hier. Ihr seht jetzt also, da kommt der Schüttgutzug, der eben noch auf der mittleren Ebene war. Der stößt also jetzt hier, der fährt hier rein, ja, zum Gewerbebahnhof oder zu diesem Werksbahnhof, wie auch immer, fährt jetzt wieder vor und dann hier auf die Gleise dieser Schüttgutverladung. Und auf. Und der andere Zug, der da eben so zwei Ladungen Stahl aufgenommen hat, der fährt jetzt also wieder zurück, stößt einmal zurück, um dann vorwärts wieder auf die Hauptstrecke zu fahren. Sehen wir gleich. Ich glaube, dann wird es klar. Und so haben wir halt hier so ein bisschen Verkehr, ohne dass sich das alles zu groß in die oder zu sehr in die Quere kommt. Und dann haben wir hier eigentlich einen gut automatisierten Ablauf und einen Betrieb
er soweit okay ist, inklusive B- und Entladung etc. Ein kleiner Schwenk. So das Ganze also jetzt hier. Ihr seht, hinten ist grün, da ist nichts mehr. Ortschaft endet unten am Wald. Ja, gucken wir mal hier. Dampfbespannter Güterzug steht da, möchte ausfahren, aber wahrscheinlich kommt jetzt noch was anderes in den Bahnhof eingefahren, weshalb der keine freie Strecke hat. Im Tunnel ist, wie gesagt, alles mit Signalen gesteuert und da haben wir so Kehrtwenden und so spiralförmige Anordnung, dass die Züge hier den Berg hochkommen und dann hier ein- und ausfahren können. Der wird jetzt wahrscheinlich warten, bis die Strecke frei ist. Ah, da seht ihr, kommt schon der nächste Zug. Schön gut. Jetzt werdet ihr euch fragen, ja, wo soll der jetzt hin? Ja, ganz klar. Der bleibt jetzt im Tunnel tatsächlich stehen, bis der Dampfzug raus ist. Und dann wird der hier einfahren können und wird dann halt hier mit der V100, die da oben steht, nicht so die Gleise teilen. Das werden wir aber gleich sehen. Und wie ich ja schon sagte, das wird mal so einer der ein oder andere Zug sein, den wir dann mal hier so komplett begleiten, um zu sehen, wie die hier überhaupt fahren. Ja, rein in den Tunnel. Dann unten versteckt. Anhalten. Seht, jetzt fährt der raus. Der andere jetzt am Blocksignal im Tunnel hält. Jetzt kommt der weg. Und vermutlich wird dann die V100, die da hinten noch am Gleis steht, auch hier reinrangieren, bevor der kleine Gelbe hier rein kann. Ja, genau. Hätte jetzt natürlich auch warten können, aber die beiden Schüttgutzüge teilen sich das linke Gleis, deswegen muss der eine erst weg, bevor der andere rein kann. Also stößt die hier zurück. Dann ebenfalls auf die Hauptstrecke wieder zu fahren. Oh, ihr seht's. Hat hier seine Schleife durch den Berg hinter sich gelassen. Und jetzt wieder bergab, ebenfalls durch den Tunnel, um dann auf der unteren Ebene rauszukommen und dann das, was er geladen hat, abzuladen und neue Waren zu holen. In der Zwischenzeit, da oben seht ihr, der verlässt der andere Zug den Bahnhof und jetzt kommt V60, wie gesagt, müsste das sein, kommt reingerollt, fährt auch hier wieder in diesen kleinen, ja, in diese Güterabfertigung, in diesen Werksbahnhof, wie auch immer ihr es nennen wollt, um dann zurückzustoßen und hier Kies und Erz loszuwerden. So, Arme übersprungen, da steht sie drin. Verladung. Wenn sie fertig ist, wieder vorwärts raus. Also muss er eben das Gleis. In der Zwischenzeit kommt dahinter der kleine ÖBB mit ihrer goldigen kleinen Lok. Da wieder reingerumpelt. Ich weiß nicht, ob das so Nebenbahnwagen sind. Die passen wahrscheinlich auch gar nicht zu der Lok. Das ist ja irgendwie, das ist nicht ÖBB, ist irgendwas anderes. Aber ich fand es ganz nett in der Optik. Ist okay. Aber auch hier rollt immer mal was anderes. Wir hatten mal eine kleine Dampflok, nur bayerische. Wir hatten auch schon mal einen Schienenbus. Und ja, immer ein bisschen Abwechslung. Gut, andere macht sich schon wieder auf den Weg nach unten, denn im Tal hatten wir es ja auch schon mal. Da ist der andere kleine Bahnhof mit der Schüttgutverladung. Der wird also wieder Zeug geholt und nach hier oben befördert. Jetzt werdet ihr euch fragen, was machen die hier oben? Müsste das nicht eher nach unten, dass man hier oben vom Berg das Zeug vielleicht ausgräbt und nach unten bringt? Ja, könnte man. Ja, ich hab's jetzt so gemacht. Egal. Hauptsache so ein bisschen Transport-Fever-Feeling. Jo, die 151 kommt tatsächlich auch mal wieder mit ihrem Militärzug vorbei. Schafft sich da den Berg hoch. Ihr seht auch hier die Brücke. Steht noch so ein bisschen grün. Da kam jetzt tatsächlich auch noch das eine oder andere dazu. Die Landschaft wurde da so ein bisschen, was heißt wilder, aber ein bisschen rustikaler. Und nehmen wir noch die eine oder andere Impression mit. Und dann soll es das tatsächlich für diese Folge aber auch schon gewesen sein.
Ja, und damit macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht schon einen kleinen Spoiler, kleines Sneak Preview, wie es unterhalb der Brücke schon aussieht. Aber schaut in der nächsten Folge wieder rein, dann gucken wir uns ein paar neue Details an. Für heute war's das. Bis dahin, macht's gut und tschüss.